Wird sich Jan Hochstrasser hier auf ein Spurtrennen einlassen oder greift er schon ziemlich früh an? Ich denke, Jan Hochstrasser gibt's. Da müssen Sie sich sputen, ihn zu schlagen. Jonas Räs mit einem sehr, sehr guten Vorlauf als auf dem designierten Silberplatz. Das muss er aber immer noch nach Hause laufen können. Es ist Mark Bill, der sich an die Spitze des Rennens setzt. Er schlägt mal ein relativ gemächliches Tempo an. Also auch da kein Tempolauf von Beginn weg. Erinnern wir uns an den ersten Vorlauf von gestern. Da ging es schlussendlich um knapp 4 Minuten weg. Also fast 50 Sekunden für die ersten 300 Meter. Also auch hier wieder ein sehr, sehr langsames Tempo. Ähnlich wie beim ersten Vorlauf gestern. Und Jonas Räs mit einem Antritt. Und das 2 Runden vor Schluss. Ihm wurde es zu bunt. Jonas Räs und Mark Bill, Jan Hochstrasser, das die ersten drei. 2 Minuten 14 die Durchgangszeit bei 800 Meter. Jonas Räs nun vorne an der Spitze des Feldes. Jan Hochstrasser setzt sich gleich hinter ihn. Und schon ist es wieder vorbei mit dem Spuk. Und es wird geschubst und gehalten und gestoßen, wie man sich das gewohnt ist. Ilya Hernandez jetzt von Stade Genève, der sich nach vorne schiebt. Sebastian Graf, All Blacks Thun auf der Innenseite, Hernandez auf der Außenseite, Hochstrasser an der Innenkante hinter Graf und Mark Bill jetzt wieder von der Außenbahn. Auch Laurent, Guillaume Laurent, und jetzt geht es los. Letzte 400 Meter, jetzt muss mal etwas passieren und es ist Mark Bill, der das Zepter in die Hand nimmt. Jan Hochstrasser gleich hinter ihm. Und es ist Mark Bill, in großen Schritten vorauseilt. Jan Hochstrasser auf Position 2, 200 Meter vor dem Ziel. Und Thomas Kmür, sehr Sion, auf Platz 3. Und sein Teamkollege Guillaume Laurent noch auf 4. Nun auf die letzten 100 Meter. Es ist Hochstrasser vorne weg. Bill auf Platz 2. Räs kommt auch noch außen auf. Es ist Räs. Es ist Hochstrasser, Räs, Bill. Und die beiden Läufer von Sion mussten da ihrem Angriff eingangs der Zielgerade ein bisschen büßen und mussten sich damit Platz 4 und 5 begnügen.